Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Show für Selbstständige. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, den Abend mit uns verbringst oder diese Show auf YouTube im Nachhinein anschaust. Heute dreht sich der gesamte Abend um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Workflow optimieren mit eigenen Selbstkenntnis. Wir haben wie immer spannende Gäste für dich eingeladen, um mit verschiedenen Perspektiven dir ganz viele Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich bin Teil des Soforthelfer-Teams und mit dieser Show, mit Lunch & Learn und unseren anderen Aktivitäten wollen wir dich in deiner eigenen Selbstständigkeit unterstützen. Dich erwartet heute, wie gesagt, ein spannender Abend und ich möchte dir direkt unsere Gäste heute vorstellen. Dich erwartet als allererstes in einem Praxisinterview Thomas Königke. Er ist der Prozessnavigator und wir schauen darauf, wie du deine Arbeitsprozesse und Systeme für dich optimieren bzw. aufbauen kannst. Danach haben wir wieder unseren Head Coach Jochen im Interview. Und zwar hast du die Möglichkeit, deine Fragen beantwortet zu bekommen und dich natürlich hier auch der Community vorzustellen. In unserer heutigen Experten-Session haben wir Sandra Meyer, sie ist Coach und Geschäftsführerin und wir sprechen mit ihr über das Thema Werte, wie du Werte nutzen kannst, um Entscheidungen leichter zu treffen, deinen Workflow auch zu optimieren, um da einfach mehr auch in eine innere Erfüllung, in so eine Klarheit zu kommen. Zum Schluss haben wir wieder unsere Lina zu Gast und zwar heute haben wir ein kleines anderes Format, ein Überraschungsformat für dich und da geht es um das Thema Workflow auf Social Media. Jetzt möchte ich dich aber nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir wollen direkt gleich starten mit unserem ersten Expertengast. Nochmal an die Leute, die auch heute Mittag schon bei Lunch & Learn dabei waren. So schön, dich heute Abend auch wieder hier zu haben. Lunch & Learn war ja jetzt unsere zweite Session und wir freuen uns mit diesem neuen Format, dich auch in deiner eigenen Selbstständigkeit zu unterstützen. Lina wird euch nachher ein bisschen was über das nächste Thema sagen, denn mit Lunch & Learn haben wir jetzt ein Thema und ein Format für dich kreiert, wo wir dich wirklich jede Woche mit begleiten können. Jetzt möchte ich aber direkt Thomas einladen. Thomas ist, wie gesagt, der Prozessnavigator, wie er sich nennt. Er ist Prozessberater, hat sein eigenes Beratungsunternehmen und mit ihm möchte ich wirklich ganz tief in das Thema Systeme und Prozesse eintauchen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke im Alltag, gibt es immer wieder Prozesse, die ich immer und immer wieder mache. Und manchmal denke ich mir, die könnte ich doch irgendwie automatisieren oder effektiver machen. Und wie das geht und an welchen Schrauben wir drehen können, das werden wir heute von Thomas erfahren. Mit den Worten würde ich sagen, Thomas, herzlich willkommen, mach gerne ein Video an und komm dazu. Einen wunderschönen guten Abend. So schön, dich zu sehen. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt. Du wirst uns ja gleich noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Aber als allererstes möchte ich dir die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein System und warum sollten wir uns mit dem Thema Prozesse und Systeme überhaupt unterhalten? Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich mich auch gefragt, als du mich gefragt hast. Genau. Erstmal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Systeme, Prozesse, Prozedere, vielleicht so ein bisschen auf Hessisch. Wir sind ja hier rund um Frankfurt sozusagen gerade unterwegs. Ja, Systeme braucht man im Endeffekt, um eine gewisse Struktur zu bekommen, um sich dann in einer bestimmten Rahmenbedingung sozusagen wiederzufinden. Und es hilft uns Menschen zu orientieren. Das so würde ich mal Systeme und dann Prozedere sind, sage ich mal, Arbeitsabläufe oder Abläufe, die idealerweise immer mal wiederkehrend sind und reproduzierbar sind. Gerade bei uns als Unternehmende ist es natürlich super, dass wir uns nicht jeden Tag neu erfinden müssen, sondern dass halt Dinge einfach da sind und so mehr sie gelebt werden, umso mehr Routine und umso besser sind sie am Ende des Tages für uns auch. Dann sind wir auch viel gelassener und können natürlich auch einen super Service anbieten am Ende des Tages, ja. Das finde ich so ein wichtiger Punkt, dass es uns auch ja fürs eigene Stressmanagement hilft, wenn wir einfach Arbeitsabläufe, die wir immer und immer wieder machen, wenn wir die besser strukturieren oder auch teilweise wirklich automatisieren und mit neuen digitalen Tools haben wir auch so viele Möglichkeiten, was ja echt ganz toll ist. Was würdest du sagen, sind so drei Schritte, mit denen wir starten können, wenn es darum geht, Prozesse zu strukturieren, zu automatisieren? Ja, also ich denke mal in erster Linie, den Glaubenssatz so ein bisschen verlassen, dass es halt total kompliziert ist und man muss irgendwie riesen Prozesscharts bauen oder sowas, sondern ich würde es ganz einfach machen. Jeder von uns fährt bestimmt Auto und da kann man so das Beispiel nehmen,
erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Also man fängt in verschiedenen Sequenzen an. Man weiß ja, man will irgendwas machen. Man muss erstmal keine Doktorarbeit darüber schreiben, sondern man fängt einfach ganz langsam an. Und ich denke mal, jeder von euch hat bestimmt mal, ist auch schon mal im zweiten Gang losgefahren. Man muss es ja unbedingt mal ausprobieren, vielleicht auch im dritten Gang, was da noch passiert. Es wird ein bisschen holprig, ja. Aber am Ende des Tages kommt man dann doch zur Erkenntnis, dass man so mit dem ersten Gang anfängt. Und das ist relativ, ich würde mal sagen, so, ja, so eine intuitive Geschichte, mit was fange ich eigentlich an und packe das dann in gewisse Sequenzen. Und dann bin ich eigentlich schon tatsächlich im Prozessmanagement, weil dann sind Sequenzen, die ablaufen, und umso feiner, und wir haben ja heute das Thema Workflow, umso mehr die in den Flow kommen, also nicht irgendwie haken oder so, umso besser wird es. Ne? Das ist dann beim Auto die Kupplung, dass dieser Software getreten wird und so weiter und ein bisschen weniger Gas und so. Also von daher, das kann man so ein bisschen als bildliches Thema rübernehmen, sagen, Prozessmanagement ist gar nicht so schlimm und wir machen es jeden Tag. Ja? Wir müssen es nur, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Entscheidung, auch mal aufschreiben und das dann zu visualisieren und zu verstehen, wie läuft es denn. Und das ist auf der Gangschaltung ganz einfach. Da ist nämlich oben genau, steht dann drauf, wo der erste Gang und der Rückwärtsgang ist. Egal, welches Auto man benutzt, ist es, ob links oder Rechtsverkehr, es ist immer das gleiche Bild. Und das hilft uns als Orientierung, das auch mal aufzuschreiben. Das finde ich ein super schönes Bild auch, um vielleicht das wirklich auch wirklich aufzumalen und dann mal zu gucken, okay, was ist denn Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 von meinem jeweiligen Prozess? Also ob es jetzt darum geht, ich will einen Podcast veröffentlichen oder einen Social-Media-Post oder wie reagiere ich bei einer Kundenanfrage? Das sind ja alles so Beispiele, wo wir auch immer 1, 2, 3, wenn nicht noch mehr Schritte haben, und die einfach mal aufzuschreiben, ist ein super Startpunkt. Wann würdest du sagen, wann so lohnt es sich, in dieses mentale Gedankenkarussell einzutauchen und das wirklich mal aufzuschreiben? Also wann sollten wir versuchen, einen Prozess, ein System zu kreieren? Also grundsätzlich würde ich sagen, immer. Weil Vorbereitung ist alles, ist das halbe Leben. Ja, klar, dass der Prozessnavigator das sagt. Genau, richtig. Das Thema ist tatsächlich, ich weiß ja manchmal gar nicht, was ich letzte Woche Mittwoch gegessen habe. Wenn mich heute einer fragt, sag mal, was gab es denn letzte Mittwoch um 12 Uhr, was hast du da gegessen? Das weiß ich gar nicht. Wenn ich mir es aber aufschreibe, in dem Momentum sozusagen ein Stück weit, manchmal fallen mir auch Sachen ein und dann schreibe ich mir die auch einfach auf einen Schmierzettel. Also ich habe immer hier, bei mir ist es halt so, ich habe immer Zettel und Stift mit dabei. Ja. Wir haben natürlich auch elektronische Medien, wo man vielleicht auch schon mal schnell eine Sprachnachricht drauf sprechen kann oder halt im Endeffekt die Notizmöglichkeiten, die ja jedes Telefon, jeder Laptop mitbringt, also kurz geschrieben. Und dann bringe ich das im Endeffekt in der Reihenfolge. Und das ist ja so, heutzutage leben wir in einer Welt, es muss nicht alles fertig sein. Ich kann ja erst mal anfangen. Da kann erst mal ein Punkt stehen, da kann erst mal zwei Punkte stehen. Und wie wir alle wissen, ist es ja so, wir sind ja alleine erst mal. Als Solo-Entrepreneur sind wir dann im Endeffekt plötzlich der Mitarbeiter, dann sind wir plötzlich der Manager, dann sind wir der Unternehmende, dann sind wir plötzlich wieder der Selbstständige, dann sind wir die Buchhaltung, dann versuchen wir Leads zu generieren. Und also wir sind ja permanent im Wandeln der einzelnen Abteilungen oder Funktionen, die ja so ein größeres Unternehmen oder wenn man dann im Endeffekt schon ein bisschen weiter ist, ja dann verteilt über verschiedene Ressourcen. Aber im Grunde genommen sind wir diejenigen, die, sag ich mal, alle drei Bälle in der Luft haben. Und da ist es natürlich super, das aufzuschreiben. Und du hast es vorhin genannt, warum ist es so wichtig aufzuschreiben? Weil in der Stresssituation ist mein Kopf ganz woanders da und dann ist so ein Zettel super toll oder eine Dokumentation, wie auch immer man die gestaltet, auch am Rechner oder sowas, mal kurz reingucken. Sag mal, wie war das nochmal? Ach so, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Super, genau. Weil man vielleicht nicht so oft mit den Sequenzen arbeitet und das hilft natürlich aufschreiben. Ne? Man gibt es ja auch nur, wer schreibt, der bleibt oder when you think, then ink. Ja, also dann einfach mal aufschreiben. Ja, es macht echt so einen riesen Unterschied. Und auch, ich merke es immer wieder, also zum Beispiel jetzt für die Vorbereitung für die Show, es gibt da bestimmt 20 Schritte, die geschehen müssen, damit diese Show heute hier mit den Gästen, mit der Website und alles, damit es stattfinden kann. Und es gibt da Arbeitsschritte, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden. Und ich weiß noch am Anfang, dann habe ich die manchmal auch durcheinander geworfen, weil ich es nicht mehr so im Kopf hatte, weil ich die ja nur jede 2 Wochen vorbereite. Und es war dann irgendwie so immer wieder so ein Stopp in meinem Arbeitsflow. Und da mal zu sagen, ich schreibe mir das wirklich auf, war so hilfreich, um klar zu werden, was ist denn wichtig als erstes, als zweites, als drittes, um dann auch so Fristen dran setzen zu können. Also was ist denn so, würdest du sagen, der zweite Schritt? Wir haben uns jetzt vielleicht einen Prozess ausgesucht, sei es jetzt, wie gesagt, Podcast, zum Beispiel online stellen oder die Akquise. Ich habe mir jetzt den Prozess aufgeschrieben, den ich bisher mache. Was wäre da sozusagen der nächste Schritt, um jetzt diesen Prozess zu optimieren?
Also im Grunde genommen würde ich mir dann, also jetzt gehen wir natürlich schon tief drin, aber ich sag mal, der Podcast als Beispiel. Ich mache ja auch Podcast und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, ich habe irgendwann mal die Leute angeschrieben, die ich gerne als Interviewpartner haben würde und habe dann jedes Mal die E-Mail so individuell verfasst und habe dann dafür auch individuelle Zeit verbraucht. Und wenn ich das dann merke, dann, ich sage immer, wenn du dreimal das Gleiche gemacht hast, dann könntest du dir eigentlich auch eine Vorlage erstellen. Ne? Also ja. Im Sinne von, wir haben gerade über Aufschreiben gesprochen. Das könnte auch eine technische Automatisierung sein in Outlook zum Beispiel oder in einem E-Mail-Softwareprogramm, wo man sagt, okay, ich lege mir Vorlagen an, wo der Interviewpartner dann, sage ich mal, in maximal zwei Wörtern vielleicht ausgetauscht wird, aber der Grundtenor von dem Text, der bleibt immer gleich. Und ich habe den immer runtergezimmert, habe dazu, was ich jetzt 5 bis 8 Minuten gebraucht, ja, die konnte ich mir dadurch sparen und habe natürlich auch viel mehr Interviewpartner auch anschreiben können. Und dadurch merkst du einfach von gewissen Kennzahlen oder, sage ich mal, Abläufen oder Durchlaufzeiten, wie man so schön sagt, wie schnell mache ich so einen Podcast. Und dann, um ein bisschen weiterzugehen, habe ich mir zum Beispiel meine Podcasts dann immer selber angehört, habe die korrigiert und selber geschnitten. Und so ein Podcast läuft so durchschnittlich 45 Minuten. Und wenn ich mir die dreimal anhöre, dann habe ich natürlich auch Mods Zeit verbracht. Ja. Und da kann ich zumindest für mich schon mal einen Wert festlegen, den jeder Unternehmende vielleicht für sich auch mal wegschreiben soll. Was bin ich eigentlich die Stunde wert? Was kostet ich die Stunde? Ja. Das kann ein imaginärer Wert sein, der muss jetzt nicht hundertprozentig sein, aber wenn man sagt, okay, ich koste 90 Euro die Stunde, und dann kann ich auch mal gucken, was kostet mich der Prozess? Also wie teuer ist der für mich? Und kann dann später vielleicht entscheiden, ob ich mir das auch mal einkaufe, diese Dienstleistung. Ich habe das dann irgendwann gemacht und habe gesagt, okay, 1,5 Stunden hier hinsetzen, da gibt es doch bestimmt was Professionelles auf dem Markt, ein Tonstudio oder wie auch immer, du schickst das Zeug dahin, wenn du fertig bist, nimmst es nur noch auf, schickst es weg und es arbeitet jemand anders da für dich und es kommt noch hochprofessioneller dabei raus, aber du hast diesen Gegenwert für dich schon mal gezeichnet und sagst, okay, was ist mir dieser Prozess wert, was koste ich als Entrepreneur und was kann ich in der Zeit nicht machen, nämlich Leads generieren bzw. Kundenaufträge abarbeiten. Ja. Das finde ich so genial, weil ich erlebe das immer wieder so im Alltag, wenn ich mit Unternehmern arbeite, dass dann dieses Gefühl ist, wenn man noch nicht an dem Schritt ist, eine virtuelle Assistentin zu haben oder jemand, der einen unterstützt, dass es dann so das Gefühl ist, okay, ich könnte es alleine machen, das kostet mich 0 Euro, oder ich source es aus und es kostet mich, keine Ahnung, 50, 60 Euro pro Stunde. Aber mit dem, was du gesagt hast, mal zu rechnen, was kostet mich das wirklich, dieser Prozess, den Podcast selbst zu schneiden oder alle Leute anzuschreiben, dann hast du auf einmal einen ganz anderen Wert und dann fällt es auch vielleicht viel leichter, das outzusourcen und den eigenen Workflow wirklich zu optimieren durch Unterstützung von außen. Genial. Ja, am Anfang macht es ja auch tierisch Spaß. Ne? Du, ja. Du kriegst neue Erkenntnisse, Erlebnisse und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es so, für mich ging es dann so, ich hatte auf der einen Seite Anfragen, die vielleicht auch noch nicht so am Anfang kennt ja jeder. Die kommen ja erst mal schleppend rein. Also musst du dich um deine Anfragen kümmern. Und du willst ja am Ende des Tages auch eine Rechnung geschrieben haben. Ne? Also, dass du deine Leistung, die du verkauft hast, auch in Rechnung schreiben kannst. Ja, und dann hast du plötzlich gemerkt, oh, ich habe jetzt 2 Stunden Podcast geschnitten. Aber irgendwie hätte ich da mich um die Anfragen mehr kümmern können, also mehr Akquise generieren können. Und das ist ja gerade so, muss man halt gucken, in welchem Prozess befindet man sich auch als Unternehmender oder Unternehmende. Wo befinde ich mich da gerade momentan? Ich kann aus Erfahrung sagen, sucht euch frühzeitig und arbeitet in Komponenten. Du hast gerade eine virtuelle Assistentin genannt. Manchmal sagt er, ach komm, ich mache es selber. Ja? Das heißt nicht so selbstständig. Man kann auch abgeben und delegieren. Das ist auch Prozessmanagement, das ist auch Systemarbeit, wo man sagt, okay, muss ich das jetzt selber machen oder kann ich das delegieren? Und dann muss ich aber wissen, okay, was kostet mich das, die Leistung, die ich da in Anspruch nehme und was koste ich? Und das ist so ein bisschen auch so den Gegenwert auch festzulegen. Ja? Da kann man ganz gut in den Prozessen arbeiten. Du sprichst gerade von Vorlagen und ich würde gerne nochmal da mit dir tiefer eintauchen, weil ich finde Vorlagen ein super Tool und da die Frage so ganz praktisch, wie machst du das? Also in Outlook habe ich schon mal erlebt, dass es Menschen gibt, die dann eine Signatur erstellen mit einer Vorlage. Es gibt aber auch noch andere Weisen. Hast du da einen Tipp, wie du Vorlagen zum Beispiel für Podcast-E-Mails oder sowas dir anlegst? Ja, also ich arbeite tatsächlich auch mit den Signatur-Tools. Das heißt also, ich habe dann 15 Signaturen.
Also ich benutze quasi das Wort Signatur sozusagen als weitere Vorlage. Es gibt natürlich da auch nochmal tiefe Outlook-Technologien, wo man sich Vorlagen dann auf sein eigenes Laufwerk legen kann und das dann im Endeffekt schick machen kann. Das gibt es dann auch. Das ist dann, ich sag mal, so eine fortgeschrittene Geschichte. Aber es soll ja immer so ein bisschen einfach sein, ja? Ja. Und das ist eine einfache Funktion, diese Signatur zu nutzen. Oder halt dann in den To-Dos. Also ich arbeite auch gern mit Wiedervorlagen. Da gibt es auch so ein paar Regelwerke, wo man zum Beispiel dann auch eine E-Mail zum Beispiel auch sofort über ein Regelwerk in einen Termin kopieren kann und dann ist die E-Mail dort mit schon angehängt. Das heißt also, ich habe alle meinen Dokumentenfluss, den ich eigentlich dann für den Termin brauche, an diesem Tag, zu dieser Stunde wie heute, ne, 19.30 Uhr liegt der Termin drin, alle Dokumente und ich muss nicht nochmal separat irgendwie suchen. Eine aktuelle Studie zum Beispiel von Statistica sagt, dass Mitarbeiter im Konzern 119 Minuten am Tag Dokumente suchen. Und das ist eine Zahl, wo man sagt, wenn man 2 Stunden am Tag knapp Dokumente sucht, kann man sich darüber dann Gedanken machen, Checklisten zu machen, auch die Ablage. Ich meine, wir hatten ja im Vorgespräch auch mal so ein bisschen das eine oder andere angesprochen. Ich benutze zum Beispiel bei Outlook nur noch einen Ordner. Ich habe eine Inbox und ein Archiv. Und alles, was ich erledigt habe, wandert ins Archiv. Der Hintergrund, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Glaubenssatzgeschichte, aber die Suchfunktionen heute in der Technologie sind so sensationell. Das heißt, wenn ich so ein bisschen was weiß, was in dieser E-Mail war, Empfänger, der es abgesendet hat, vielleicht Teile von dem Dokument, irgendwelche Fragmente, wenn ich die suche, dann finde ich die E-Mail relativ zügig in einem Ordner und muss nicht sagen, wo habe ich denn den abgelegt? Habe ich die jetzt dann, ach nee, die habe ich da abgelegt? Nee, und dann suche ich. Ich mache mal ein Beispiel. Jeder von euch weiß ganz genau, wo der Erste-Hilfe-Koffer im Auto liegt. Mhm. Nämlich meistens Kofferraum auf linke Seite, vielleicht maximal auf der rechten Seite. Aber das ist genau so ein Thema, warum Systeme, Prozesse wichtig sind oder Standardisierung auch Vorlagen, weil in der Stresssituation muss ich nicht lange überlegen, wo habe ich das nochmal hingelegt? Ach genau, ich gehe raus, mache den Kofferraum auf und gucke nach links und habe sofort diesen Erste-Hilfe-Koffer. Und das soll so ein bisschen, glaube ich, die Idee sein, dass man dieses doch verrauchte oder verstaubte Prozessmanagement so ein bisschen etabliert und sagt, Mensch, wir machen es jeden Tag und lass es uns ein bisschen in den Flow bringen, damit es uns auch am Tag besser geht und wir nicht so gestresst sind. Ja, ja. Wir haben einen ganz tollen Kommentar von Hans bekommen, der sagt, aber so eine individuelle E-Mail ist auch viel wert, weil manchmal merkt man das ja, wenn es so eine Standard-E-Mail ist, die man einfach bekommt, die vorher vorgeschrieben worden ist. Was würdest du dazu sagen? Also wie sehr passt du diese standardisierte E-Mail nochmal an, um sie passend und individuell zu machen? Genau. Also vielen Dank für die Frage an der Stelle. Ich bin natürlich auch sehr gerne, ich schreibe unheimlich gerne individuelle Sachen. Bei mir zum Beispiel auch auf der E-Mail ist dann, ich gucke dann raus und sage, sonnige Grüße aus Frankfurt. Mhm. Oder zum Beispiel verregnete Grüße aus Limesheim. Also das ist nicht so und vielen Dank mit freundlichen Grüßen, sondern das ist dann schon individuell angepasst. Aber wenn ich zum Beispiel relativ viel Sequenzen abarbeiten will, weil hier geht es ja darum, das ist natürlich auch ein schöner Text geschrieben, wie sieht es aus, hast du Interesse individuell, dann gibt es natürlich nochmal so ein paar Fragmente, die sind individuell gepackt, aber ich schreibe jetzt nicht alles rein, sondern ich versuche schon 80-20 vorzubereiten, damit ich 20% dann noch individuell mache, dass du das Gefühl hast, weil ich auch nicht mag diese Standardgeschichten, wenn du so merkst, du bist jetzt einfach nur so die 0815-Variante durchgegangen. Es muss auch Spaß machen, auf der anderen Seite zu sagen, und das sind dann so Momente wie zum Beispiel die Begrüßungsformel oder auch zum Beispiel die Auf Wiedersehen-Formel, verregnete Grüße aus Liebeshallen. Ja? Ach, guck mal, da hat sich aber einer Gedanken gemacht. Ja? Die hat er jetzt nicht heute Morgen geschrieben, sondern die hat er jetzt aktuell, weil der Empfänger guckt auch aus dem Fenster und sagt, oder dunkle Grüße aus Liebeshallen würde jetzt vielleicht besser passen. Ja, genau. Ich hoffe, die Frage ist damit so ein bisschen beantwortet. Ja, ich finde auch, wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer E-Mail für jetzt für dich zum Beispiel, Thomas, für die Show habe ich ja auch so eine standardisierte E-Mail, wo alle Informationen, die rübergebracht werden müssen, dass die drinstehen. Genau. Und dann kann ich mir auch mehr Zeit nehmen, wirklich individuell zu gucken, was möchte ich denn dem Thomas noch schreiben und geben, weil alles andere, was da drinstehen muss, das habe ich sozusagen automatisiert oder standardisiert. Ich finde, ich schaffe mir da auch den Raum, mir die Zeit für das Individuelle dadurch zu nehmen, indem ich Prozesse und Systeme schaffe. Finde ich so schön. Ja. Bei mir ist noch wichtig, dass Menschen, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen und ich kann zwar die tollsten Prozesse gestalten, aber wenn der Mensch
am Ende des Tages, der den Prozess ja dann lebt, beziehungsweise auch umsetzt oder die Checkliste abarbeitet, der muss es verstehen. Und ich sage mal, ich habe immer dieses DISC-Modell so ein bisschen vor Augen, dass jeder so ein bisschen anderer Farbtyp ist. Mhm. Und so kann man natürlich auch die E-Mails schreiben, die Checklisten anlegen, auch die Dokumentation, weil am Ende des Tages, ich kann sie verstehen, weil ich sie geschrieben habe, aber auch die Dokumentation kann ich jetzt schon anlegen für einen Dritten, für diese virtuelle Assistentin zum Beispiel. Und ich sage mal, in der heutigen Zeit muss es ja nicht unbedingt das Wort sein, was ich schreibe. Ich kann ja auch heute mit verschiedenen Videoprogrammen auch kurz eine Sequenz aufnehmen. Wie soll der Prozess laufen? Das Ganze als Videothema, wenn einer nicht so gerne schreibt, dann nimmt er halt ein Video auf und dann hat er aber die gleiche Nachricht transportiert und auch dokumentiert wie auf ein Stück Papier. Der eine liest halt gerne, der andere guckt halt gerne Video, aber dann muss es auch wieder einen Untertitel geben und so weiter. Aber im Grunde genommen habt ihr verschiedene Möglichkeiten, diese Sachen zu dokumentieren, je nachdem, was jeder für einen Gusto hat. Und das soll halt echt frei sein auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Das, was du gerade sagst mit diesen verschiedenen Dokumentationsweisen, ist das auch was, wie du mit der projektbezogenen Dokumentationspflicht umgehst? Weil die Frage kam gerade rein, wie gehst du mit der projektbezogenen Dokumentationspflicht um? Wahrscheinlich geht es da um Projekte in größeren Unternehmen, auch wo du dokumentieren musst. Ja. Also da, ich habe eine sehr, sehr sympathische Geschäftspartnerin. Sie ist Autorin und schreibt Bücher und ist auch, wie soll ich mal sagen, Lektorarin nennt sich das? Ich bin jetzt also mit dem Gendern muss ich mal ein bisschen aufpassen, genau. Also sie kann auf alle Fälle schreiben und das kann sie mit Klartext machen und da hilft sie natürlich genau diese Themen festzuhalten. Da sind wir natürlich auch in dieser Projektthematik, ist es immer die Frage, ist es ein klassisches Projekt? Sind wir da in den Projektstrukturen, wie Projektstrukturpläne und so weiter, wo wir dann auch verschiedene Reports bzw. Administrationswege haben? Da sind wir natürlich sehr stringent, da können wir nicht so, Lektorin, vielen Dank, Hans, genau, können wir nicht so flexibel sein. Da sind wir natürlich an so einer festen Autobahnstruktur gehalten, aber da haben wir im Endeffekt auch, arbeite ich auch in Komponenten und hole mir die Leute dazu, die auch schreiben können. Klasse. Ich habe noch zwei, drei so Quickfire-Fragen für dich. Okay. Und einfach intuitiv hau raus, was dir als erstes kommt. Okay, sehr gut. Erste Quickfire-Frage kommt aus den Zuschauern. Und zwar, gibt es ein gutes Buch über das Thema Prozessoptimierung oder wo finde ich mehr im Internet? Puh, spontane Frage. Also es gibt sehr, sehr gute Internetseiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt, da bin ich natürlich, doch, warte mal, ich habe hier gerade, das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Buch. Das liegt hier gerade auf meinem Schreibtisch zum Thema Prozessmanagement, Scrum. Super. Also zum Thema, das liegt jetzt hier gerade, würde ich kurz empfehlen, Scrum ist eine andere Art zu denken, aber hilft im Endeffekt auch Prozesse zu strukturieren und auch vielleicht ein bisschen in anderen Dimensionen zu arbeiten, wie Sprints und so weiter. Ist jetzt, muss jetzt nichts Neues sein, aber hilft im Endeffekt, so mal ein bisschen anders zu denken. Finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Ist hier vom Roman Schimschek und Fabian Kaiser. Super, danke schön. Perfekt. Ja. Nächste Frage. Hast du ein Top-Tool zum Thema Rechnung und Angebote automatisieren? Was kannst du uns da empfehlen? Ja, genau. Also Papierkram heißt das Tool, das nutze ich selber schon seit über 3 Jahren. Es ist, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sagen darf, 11,50 Euro im Monat ist eine Lizenz. Ich finde das sensationell. Also es hat mir von Anfang an geholfen, mich nicht in irgendwelchen Excel-Dateien zu ver... also dass ich mich da irgendwie... Ich war buchhalterisch super aufgestellt, die haben super tolle Vorlagen. Das Thema Angebot, Mahnungsverhalten, Rechnungsschreiben, Konto, also Firmenkonto-Daten reinzuziehen, alles für 11,50 Euro und noch ein super CRM-System. Sensationell. Also das wäre ein Tool, was ich persönlich jedem empfehlen würde. Super, Papierkram. Okay. Und letzte Frage, die ist ein bisschen fies. Wenn du nur 3 Apps auf deinem Handy haben könntest, welche wären das? 3 Apps. Soll ich mal, kann ich mal kurz meine, ich würde mal kurz hier auf meine erste Seite gucken. Darfst aber nur 3. Nur 3. Mach mal mit den Fingern. Genau, also Finanzblick. Okay. Wallet. Und E-Mail. Cool, okay. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was wären denn eure 3 Top-Apps?
Thomas, ich danke dir so sehr für dein Interview. Für alle die mehr über Thomas Management Consulting und über dich herausfinden wollen, die finden gleich im Chat den Link und können dann mehr über dich erfahren. Thomas, ich danke dir. Ja, ganz, ganz lieben Dank euch und ich freue mich auf die weiteren Sessions. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke dir. Lina schreibt WhatsApp, Instagram und E-Mail. Sehr, sehr spannend. Wie ist denn das bei euch? Bei mir wäre es seit neuestem Evernote Notion, eine neue Note-Taking-App. Was wäre es noch? Muss ich mal überlegen. Sage ich euch später mehr. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Und zwar geht es jetzt interaktiv weiter. Wir wollen deine Fragen beantworten. Und zwar nicht nur im Chat, sondern wirklich interaktiv im Zweiergespräch. Und dafür habe ich unseren Head Coach Jochen wieder eingeladen. Wer sich jetzt traut, der kann sich melden. Und den werden wir gleich hier wirklich mit Kamera, mit Bild hinzufügen. Der kann sich hier kurz vorstellen, damit wir dich kennenlernen können und kann seine Businessfrage mitbringen. Ich sehe gerade noch ganz viele Apps reingeflogen. Erstmal hallo Jochen. Hallo Maxine. Und hallo Thomas. War schön, dich mal wiedergesehen zu haben. So, was haben wir denn hier? Jochen schreibt Outlook, Trello, WhatsApp, dann Mail, Podcast, To-Do. Super. Gülden meldet sich und hätte Lust. Wunderbar. Gülden, dann werden wir dich gleich mal promoten, dass du dich auch mit Kamera hinzufügen kannst. Ich gebe das mal kurz an die Technik weiter. Jetzt bist du zu hören. Ja. Hallo, willkommen in der Show. Hi. Hallo, vielen Dank. Ja, super spannend. Ich habe mir die Sachen von Thomas auch gut angehört und es sind so viele Fragen. Ich bin selbstständig seit gut 6 Wochen jetzt, voll selbstständig. Und jetzt seid ihr weg. Hi. Und da war auch das Thema Wert. Was ist man sich selber wert? Was ist man seiner Arbeit wert? Und als ich damals meine Preisbildung gemacht habe, habe ich einen imaginären Wert genommen, weil ich dachte, das ist der Wert, der so genommen wird. Und habe aber festgestellt, dass es eigentlich ein Wert ist, mit dem ich gar nicht so gut klarkomme. Habe aber meine Kunden dadurch gewonnen, weil ich dachte, lieber diese Kunden als gar keine Kunden. Und habe jetzt im Laufe der Zeit festgestellt, meine Arbeit und meine Zeit ist mehr wert als das, was ich angebe. Und da würde ich gerne wissen, was man tun kann, um sozusagen das dem Kunden auch näher zu bringen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass du da eine Unzufriedenheit spürst, weil die große Notwendigkeit ist, dass du denkst, das ist ein unhaltbarer Zustand. Richtig. Wenn es geändert werden, weil nur dann gibt es Veränderungsenergie und da bin ich schon mal ganz happy, weil manchmal muss ich Leute erst dazu bringen. Also ich kann es dann vorrechnen, aber dann spürst du es noch nicht, aber du spürst das jetzt. Ich spüre das sehr deutlich. Gib mir mal eine grobe Richtung, wenn du es jetzt überhaupt noch sagen darfst, wo du preislich stehst oder willst du es gar nicht Ach mehr? Klar, das ist, ja, also man verdient ja nie genug. Also ich habe damals angefangen mit 35 Euro die Stunde. Netto zuzüglich Mehrwertsteuer und habe aber festgestellt, dass im Vergleich zu, ich bin virtuelle Assistentin und dass mein Spektrum einfach sehr viel größer geworden ist. Also ich dachte, ich mache ein bisschen Backoffice, ein bisschen Canva hier, ein paar Grafiken da und habe aber festgestellt, dass ich wirklich mehr in den Bereich Projektmanagement gehe und Motivation biete, Content erstellen auch. Also es ist einfach riesig groß und habe festgestellt, dass Kolleginnen, die Ähnliches anbieten, ab 80 Euro aufwärts. Das ist etwas, wo ich mich noch nicht so sehe, weil ich einfach in der Technik noch Dinge auch einüben muss oder Workflow, was jetzt auch hier angeklungen ist, um einfach effektiver zu arbeiten. Aber ich denke, mit den 35 Euro die Stunde, wenn ich überlege, was ich an Rücklagen bilden muss, an Versicherungen und so weiter und an Steuern, ist das einfach zu wenig. Ja, definitiv. Aber ja, da stehe ich jetzt in der Bredouille und denke dann, ich habe Kunden auf meiner Webseite, die haben die neue Preisbildung schon, das habe ich schon offiziell kommuniziert. Aber wie ist das denn mit alten Kundinnen und Kunden, die mir von Anfang an die Treue gehalten haben? Da bin ich so im Zwiespalt. So, dann fangen wir erstmal an. Wo ist denn dein gefühlter Preis, mit dem du dich jetzt wohlfühlst? Also tatsächlich mit den 60 Euro habe ich das Gefühl, dass das etwas ist, wo ich sagen kann, ich lege was zur Seite, ich kann Steuern absetzen, es bleibt trotzdem noch was über, wo ich sagen kann, damit, das ist etwas, was ich vom Gefühl auch sagen kann, das passt soweit. Okay. Aber es ist eben dann nicht 5 Euro Unterschied, sondern eben 25 Euro Unterschied. Und das ist pro Stunde schon etwas, wo ich denke, so okay. Definitiv, die ziehst du bei deinen Altkunden nicht mal einfach so schnell nach oben. Das, ja, genau. Noch eine Frage dazu, wie ist deine Auslastung ungefähr? Was glaubst du, wie viel deiner kompletten Arbeitszeit du fakturieren kannst? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, Jochen. Oh, sorry, was glaubst du, wie viel deiner aktuellen Arbeitszeiten fakturieren kannst, von deinem Arbeitstag, den du arbeitest? 50% mehr, weniger?
Also ich würde sagen, ich kann tatsächlich 80% meiner Arbeitszeit fakturieren, weil ich sehr gut oder sehr schön in der Recherche bin. Ich hatte das große Glück, dass ich von Anfang an auf Kundenempfehlung gegangen bin und dass ich einen sehr großen Vertrauensvorschuss bekommen habe von meinem Netzwerk. Also das war schon mal gut und konnte sozusagen Aufgaben übernehmen, wo ich mich relativ schnell sicher gefühlt habe. Das ist natürlich mit anderen Aufgaben, die zukünftig eventuell noch kommen, wie beispielsweise Podcast erstellen, was anderes. Da bin ich eben noch nicht sicher drin und hätte da Schmerzen, da einen Betrag zu nehmen, der dir nicht gerecht ist, sag ich mal. Aber 80% ist grandios. Das schafft kaum ein Selbstständiger, weil du eben viel Akquisezeit hast. Und das fällt bei mir halt weg momentan. Genau. Und hättest du mir jetzt 50% gesagt, dann hätte ich gesagt, dann müsstest du wahrscheinlich vom Preis höher gehen. Aber so ist mit 60%, glaube ich, solide aufbaubar. Also, ein Anfang ist, also die 60% werden, die 60 Euro werden erstmal in die Wand geschlagen. So, mit denen bist du happy. Und jetzt kannst du einen Altkunden, also eine Möglichkeit, einen Altkundenbonus geben. Sagst, jeder neue Kunde landet bei 60 Euro, aber als Privileg für Altkunden mache ich nochmal einen Sonderrabatt. Der ist dann, keine Ahnung, dann ziehst du es halt mal ein bisschen hoch, 5 Euro oder 10. Die Frage ist, wann glaubst du denn, springen deine Kunden ab? Bei welchem Preis? Oh, das ist schwierig. Also, das kann ich nicht einschätzen, weil es ist natürlich so, man gewöhnt sich ja sozusagen auch an diese Bindung. Ne? Also man weiß dann, das ist eine Arbeitsentlastung, die mir zugutekommt. Sie entlastet mich, es entsteht eine Vertrauensbasis, aber auch eine Abgabe von Expertise, eine Abgabe von Fachkraft. Ja, das ist etwas, wo ich denke, das spüren Sie dann im Laufe der Zeit natürlich schon, dass eine große geistige Entlastung stattfindet. aber wenn sie abspringen, kann ich nicht sagen. Also es ist schwierig, weil ich eben noch nicht keine jahrelange Bindung zu diesem Kunden habe. Okay. Und wie hoch ist der Stundensatz deiner Kunden? Wie hoch ist das Gefälle von dem Satz der Kunden zu dir? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also, nein, andersrum. Einer meiner Kunden ist ein sehr bekannter Coach und sie nimmt pro Ticket 120.000 Euro. Wow. Also, und das ist jetzt ein bisschen, wo ich denke, so, bin ich da mit 35 Euro vielleicht ein bisschen. Okay, also das eine ist ja, du darfst, also was Thomas jetzt sagte, der hatte eben gesagt, der hat einen virtuellen Preis jetzt für sich festgelegt, wenn der bei 80 Euro liegt oder bei 100 oder 120, was auch immer. Ich glaube, so eine gefühlte Grenze ist irgendwo, du darfst 2/3 dieses Preises nicht überschreiten, den der andere nimmt. So. Mhm, okay. Damit ich dich überhaupt noch beauftrage. Wenn du jetzt genauso teuer bist wie ich, dann mach ich es vielleicht dann doch lieber selbst. Außer es ist okay, das ist ein guter Anhaltspunkt. Großer Schmerz, den du mir löst. Also entweder ist der Pain riesengroß, dann bezahle ich auch mehr. Oder das Fachwissen ist so viel höher als meines, dann bezahle ich auch mehr. Wenn du mich aber einfach entlastest von dem, was ich vielleicht auch tun könnte, was Thomas sagte, dann wäre für mich so eine 2/3-Grenze ungefähr die Schmerzgrenze wahrscheinlich. Aber das ist ein guter Input, dass ich mir überlege, also in der Situation des Kunden, was bin ich mir wert und was kann ich selber alleine stemmen und welche Entlastung hätte ich durch eine VA zum Beispiel. Genau. Und der nächste Punkt für mich wäre auch, bist du für die Argumentation, bist du besser geworden? Weil du willst ja deinen Preis bei den Altkunden jetzt anziehen. Und dann kannst du jetzt sagen, vielleicht am Anfang habe ich noch so lange dafür gebraucht, jetzt mittlerweile schaffe ich es aber in der Hälfte der Zeit. Genau, also ich würde sagen, zeitlich bin ich besser geworden, wobei ich immer den Anspruch habe, immer zu gucken, was würde einer meiner Kolleginnen Zeit dafür nutzen. Also habe ich sowieso immer nur die optimale Zeit genutzt. Okay. Aber ich würde sagen, dass ich vom Stil her besser geworden bin tatsächlich. Dass ich den Stil des Kunden viel schneller adaptieren konnte und es weniger Korrekturschleifen gegeben hat. Ja, super. Dann war das ja mit den 35 Euro eher eine Einführungsphase gewesen. Wenn man das so sieht, ja. Könnte man so argumentieren. Das war jetzt zum Einproven. Ich habe den Stil gefunden, genau, den Sie spielen wollen, der gut ist. Ich bin schneller geworden. Und jetzt im Endeffekt koste ich Sie ja weniger, als ich Sie am Anfang gekostet habe. Okay, aber das ist cool. Also das kann ich mir gut merken. Cool. Wird immer noch schwierig sein, wie sehr glaubst du denn daran, dass du wirklich ein geiles Produkt lieferst, für was 60 Euro in der Stunde wert ist?
Das kann ich, also es ist so, dass ich das Glück habe, dass ich mich mit Kundinnen umgebe, also in der Regel sind es bisher Frauen, ich glaube, ich ziehe das einfach so ein bisschen an, also die neuen Kundinnen vor allen Dingen, vielleicht auch aufgrund meines Mindsets durch meine Kollegin, mit denen ich jetzt schon arbeite, dass sie den Wert einer Arbeit anerkennen und es nicht preislich fixieren. Also ich ziehe mir meine Kunden an, die dann sagen, deine Arbeit ist mir sehr viel wert, du bedeutest mir und deine Arbeit bedeutet mir etwas und dann spielt der neue Preis in der Regel keine Rolle. Also das muss ich sagen, da könnte ich, glaube ich, auch 80 Euro sagen und das wäre dann, glaube ich, immer noch nicht das Thema. Aber eben mit den alten Kunden, das ist immer so eine Sache, das sind ja die Kunden, wo ich den Sprung in die Selbstständigkeit schaffen konnte. Und die möchte ich natürlich auch nicht vergraulen, weil das sind ja die Kunden, die im Grunde genommen ein Vertrauen in mich hineingesetzt haben. Trotz der, ich habe ja 22 Jahre Berufserfahrung, es ist ja nicht so, dass ich ein junges Mädchen bin, leider. Aber natürlich als virtuelle Assistentin mit dem Aufgabenbereich war das natürlich ein ganz neuer Start, ne? Auch diesen Workflow zu finden, wie Thomas angesprochen hat, und auch zu gucken, welche Prozesse erleichtern dem Kunden. Also wenn ich immer wieder rückfragen müsste, zum Beispiel immer wieder sozusagen ja, die mehr Fragen stelle als Antworten liefere, dann ist das, glaube ich, kein Mehrwert für den Kunden. Definitiv, überhaupt nicht. Also das ist ja schon super. Also jetzt hast du auch Packages, wenn ich jetzt... Ja? Ich habe mir 3 Stück überlegt. Sehr gut. Verkaufst du die schon auf der Webseite? Ja. Okay. Und was ist das kleinste Package? Das ist die das Basis-Kennenlernpaket. Das sind dann 5 Stunden für 250 Euro. Okay. Und 5 Stunden in welchem Zeitraum? Im Monat. Alles per Monat. Okay. So. Und wenn ich dich jetzt nur 4 Stunden brauche... Dann zahlst du trotzdem 250. Ja, wunderbar. So, dann haben wir doch schon auch noch eine Preiserhöhung reingebracht. Ja, genau. Ja. Das ist ja wie bei allem. Wenn ich mir irgendwo ein 10er-Ticket fürs Kino früher gekauft habe, dann habe ich wahrscheinlich nach 7 Stück die restlichen 3 nicht mehr gefunden. So, ich meine, dafür mit Anfang. Aber das hat echt gedauert, bis ich da mit gutem Gewissen sagen konnte, ja, das ist aber das 5er-Paket. Also es ist halt sehr schwierig für mich, da auch... in die Augen schauen zu können und zu sagen, so, ja, verstehe ich, aber das ist das Paket, sozusagen, was gekauft worden ist. Also dieses Wertgefühl und diesen Workflow, weil ich muss ja auch mit Dingen rechnen, das ist natürlich auch Arbeitsprozesserleichterung, dass ich nicht auch jede Stunde minutenweise abrechnen kann. Dann. Exakt, genau das. So, du kannst ja nicht für eine halbe Stunde eine Rechnung schreiben oder sowas. Von daher finde ich das super, dass du Pakete hast und dass die auf jeden Fall pro Monat abgerechnet werden. Und das nimmt ja dir das Risiko ein bisschen weg und verlagert es jetzt auf deinen Kunden, erhöht indirekt auch noch den Preis. Viel richtig gemacht bis jetzt. Und das Wichtigste ist jetzt, dass du an dich glaubst und dass du ein geiles Produkt lieferst. Der Selbstwert ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, das hoffe ich mal. Danke. Ja. Aber es war ein guter Input mit dem 2/3. Also auch danke an Thomas. Ja, super, danke. Und so ein Spruch, der mir gerade noch einfiel, ich kenne es von mir und ich kenne es von ganz vielen anderen Kunden und dann will man nicht zu teuer sein und überhaupt und will man da alles recht machen. Und so ein alter Spruch aus Indien, glaube ich, ist, wenn die Kuh das Gras zu sehr liebt und schätzt, dann verhungert sie. Ja. So. Und das, finde ich, kann man nochmal gut mitnehmen. Du willst ja nicht verhungern und von daher... Nein, nicht, dass das so schnell bei mir geschehen könnte, aber... Alle Versorgung ja betreiben und was auch immer noch ansteht. Die wollen ja langfristig finden. Richtig, sehr gut. Okay, kann ich noch was für dich tun oder bist du damit happy? Noch eine Frage, wenn ich darf, es sei denn, jemand anderes möchte noch. Ja, leg los. Ist niemand mehr da. Und zwar, genau, mir fällt es beispielsweise auf, dass wenn eine sehr gute Kundenbeziehung da ist, dass ein Kunde manchmal anruft, sagt, Gülden, kannst du mal bitte schnell noch das machen und das machen und das machen, aber davon ausgeht, dass es in diesem Paket mit drin ist, obwohl man eine bestimmte Vereinbarung getroffen hat. Beispielsweise, dass ich mich um die Social-Media-Kanäle kümmere, dort das Content mache und das Account-Management mache und dann heißt es dann, kannst du gerade mal einen Pressebericht schreiben, kannst du gerade mal dort anrufen, kannst du mal die Abonnenten nochmal aktivieren, kannst du da und kannst du mir auch ein Logo erstellen. Und, ja, genau. Und ich sage natürlich ja, weil ich kann es ja. Und dann wundert er sich, wenn ich es abrechne. Also was kann ich da besser machen? Sind die Stundenpakete schon ausgereizt dann? Oder? Nein, sondern es geht darum, dass ich schon einen Pauschalbetrag mit diesem einen Kunden vereinbart habe, dass ich sage, ich nehme den Betrag X und dafür mache ich das und das und das und das. Und ja, und das gefällt ihm so gut, dass er dann sagt, aber dann kannst du auch noch das und das und das machen. Okay, aber die Tätigkeiten, wie zum Beispiel Logo gestalten oder ein Pressebericht, die sind nicht in dem Paket drin. Also nein. Es geht um höherwertige Tätigkeiten, heißt das. Genau. Ah, okay. Ja, dann schreibst du doch einfach die Tätigkeiten in den Katalog rein und alles andere ist im höherwertigen, hat einen höheren Satz.
Also meinst du dann, dass man im Gespräch dann nochmal das ein, also soll man alles nochmal schriftlich vereinbaren oder noch eine Zusatzvereinbarung oder was macht da am meisten Sinn? Hast du bis jetzt die Tätigkeiten in deinem Vertrag drin oder in deinem Nein. Angebot? Gar nicht? Also bisher, das lief ja eben so auf Empfehlung und auf Zuruf und dann sagt ich, ja, mache ich, klar und super, ja und hey und aber es ist nichts Schriftliches. Und ich weiß, es gibt so Auftragsverarbeitungsverträge, solche Dinge und ja, ist das geht es anderen Selbstständigen auch so, dass man auf einmal Leistungen irgendwie macht oder gibt, die nicht vergütet werden wollen vom Kunden? Oder bin ich die Einzige gerade? Nein, das geht jedem so. Das ist völlig normal. Damit hat jeder zu kämpfen, hat jeder seine Learnings zu machen. Ich sehe auch den Vertrag nicht unbedingt im Vorrang als rechtliche Grundlage, sondern ich sehe ihn als Medium der Auftragsklärung. Und dann sprichst du ja das, was da drin steht. Ich meine, das muss nicht mal Vertrag heißen, das kann Auftragsbestätigung oder irgendwas drüber stehen. Mhm. Angebot und Annahme führt dann zum Vertrag, wenn ihr es beide unterschreibt, egal was drüber steht. Schreib was Nettes drüber von mir aus, wenn du nicht Vertrag schreiben willst. Aber dann schreibst du eben die einzelnen Punkte rein und was inklusiv ist. Und der Rest, der kann ja darüber hinaus besonders vergütet werden. Das steht dann darunter. Besondere Arbeit. Also denkst du auch, ich kann das auch im Nachgang machen, dass ich so mal sage, ich möchte gerne nochmal hier nach unserer Laufzeit, was weiß ich, 8 Wochen, macht das Sinn für mich, dass wir einfach gewisse Dinge nochmal schriftlich festhalten. Und das ist mein Vorschlag für den Betrag X und alles Weitere würde ich gerne nochmal extra vergüten. Mit allem, was du ein gutes Gefühl hast, aber ich so Zeiträume finde ich gut, entweder 8 Wochen oder zum Jahreswechsel oder was auch immer. Also es braucht ja immer einen konkreten Anlass. So ganz aus der Luft gegriffen ist schwer. Okay, das ist gut. Weil dann denke ich, was ist denn jetzt passiert? War ich jetzt etwa... Ja, genau. Ich will auch nicht das Verhältnis kaputt machen, weil auch von kleinen Beträgen, sage ich mal, lebe ich ja. Und auch da ist ja ein Empfehlungsmarketing dahinter. Und schlussendlich... liegt ja auch ein Stück weit in meiner Verantwortung, klarer zu kommunizieren. Also das ist ja auch etwas, was ich mir so auf die Fahne schreibe, dass ich vielleicht am Anfang zu sehr kleines Mädchen war, in Anführungszeichen, und jetzt merke so, boah, okay, das nimmt jetzt irgendwie doch schon Maße an, die irgendwie so ungut sind. Aber das ist doch schön. Wie lange bist du jetzt selbstständig? Seit dem 15.8. Seit dem 15.8. Und du bist jetzt schon an diesem Punkt. Wow, das ist ganz schön schnell und gut. Aber ich bin noch ein bisschen älter, also ich habe keine Zeit. Ich finde, das ist trotzdem normales Learning und diese Lernschleife ging ziemlich schnell. Die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, brauchen dafür länger. Na gut, das nehme ich mal als Kompliment. Definitiv. Okay. Definitiv. Okay, reicht dir das? Das reicht mir voll. Okay, schön. Hat noch jemand Ideen, dann bitte in den Chat schreiben. Und ich sehe auch gerade klar und zeitnah kommunizieren. Das ist klar und zeitnah, immer das eben. Aber freundliche Klarheit, liebevolle Klarheit. Super, ich lese jetzt auch gerade alle Chat-Nachrichten. Dankeschön, ja. Super, danke. Sehr schön. Alles Gute für die Zukunft. Ich drücke ganz herzlich. Danke sehr, danke. Ihr könnt mich übrigens noch buchen, ich habe noch Kapazitäten frei. Sehr gut, ihr habt es alle gehört. Thomas hat gute Vorträge gemacht, genau. Genau. Das war super Steilvorlage, klasse. Schön. Danke. Ciao, mach's gut. Jetzt war vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Gülden. Vielen Dank an alle, die auch noch ihren Input gegeben haben. Und ich glaube, es geht einfach vielen so. Deswegen danke, dass ihr das auch öffentlich und mit uns teilt. Jochen, spannend. Dankeschön. Gerne. Ja, vor allem, wenn es um Prozesse geht, war das ja auch ein tolles Beispiel jetzt mit Gülden, so dieses, wie ist der Prozess, wenn der Kunde kommt und noch mehr möchte, wie gehe ich da vor, habe ich da vielleicht Vorlagen, die ich nutzen kann, wie kann ich den Prozess da optimieren? Da ist bestimmt auch einiges für Sie heute dabei gewesen, was Sie dann hoffentlich mitnehmen kann. Sehr schön. Gibt es sonst noch Fragen? Wir gucken mal in den Chat, gibt es noch jemand, der eine Frage hat, dann stellt die gerne noch. Ist Jochen nämlich da? Wenn nicht, habt ihr beim nächsten Mal natürlich wieder die Möglichkeit, euch zu trauen und euch auch vorzustellen. Wie immer könnt ihr auch natürlich auch im Nachgang die Fragen stellen. Und wir freuen uns immer, wenn ihr Fragen stellt. Auch später, wenn ihr auf YouTube zuschaut, stellt die Fragen gerne in den Chat und wir gucken, dass wir sie noch beantwortet bekommen. Jochen, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bin gespannt, wer sich dann wieder traut, sich coachen zu lassen. An dieser Stelle vielen Dank. Sehr gerne, ja. Und ich freue mich auf Sandra. Bin ganz gespannt jetzt. Ciao.
So, jetzt haben wir noch zwei weitere sehr spannende Programmpunkte für euch. Zum einen jetzt als nächstes die Experten-Session. Da wollen wir auf das Thema Werte besonders eingehen und wie Werte auch mit dem Workflow zusammenhängen. Und danach, bleibt auf jeden Fall dran, haben wir noch Lina Bonder zum Thema Social Media Workflow. Also es bleibt spannend. Jetzt kommen wir aber zu unserer Experten-Session. Wir haben Sandra Meyer eingeladen. Sandra ist selbstständig als Beraterin. Sie ist vor allem im Pflegebereich tätig und berät da, wenn es um Digitalisierung der Geschäftsprozesse auch geht. Und sie ist außerdem auch Coach, macht vor allem Führungskräfteentwicklung und auch Seminare im Bereich Körper, Geist und Seele, also auch sehr holistisch unterwegs. Und ich freue mich jetzt sehr, Sie hier eingeladen zu haben, denn das Thema Werte ist super spannend für Entscheidungen, für unsere eigene Erfüllung und natürlich auch für unsere eigene Produktivität und unseren Workflow. Mit den Worten, Sandra, herzlich willkommen. Klasse, hallo. Ich sehe dich. Hallo Maxine, hallo Jochen und hallo zusammen in die Runde. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich habe dich schon angekündigt, würde dann direkt an dich übergeben und wünsche uns allen ganz, ganz viel Spaß mit deinem Input. Sehr gerne. Vielen Dank, Maxine. Und danke für die Einladung. Ja, es geht heute um das Thema Werte und in der Vorbereitung habe ich mir natürlich Gedanken gemacht darüber, was könnte euch auch konkret im Alltag helfen und woran scheitern wir auch manchmal. Manchmal oder gerade dann, wenn es darum geht, ein Unternehmen neu zu gründen, machen wir uns sehr viele Gedanken oder ein neues Angebot in den Markt zu bringen, machen wir uns sehr viele Gedanken über die Unternehmensvision, den Sinn und die Werte, Unternehmenswerte, tüfteln an einer ausgeklügelten Elevator-Pitch, um in einem Satz unser Angebot zu beschreiben und zu überzeugen. Aber die Frage, die ich nun an dich habe, ist, kennst du denn dein persönliches Warum? Kennst du deinen Sinn des Lebens und deine persönlichen Werte? Könntest du deinen Elevator-Pitch in einem Satz sagen und dich präsentieren? Die meisten können das nicht, so erlebe ich es in vielen Coachings, in Trainings und in Gesprächen. Vor allem in der Form, dass Ziele nicht erreicht werden, Entscheidungen nicht oder halbherzig getroffen werden oder dass es schwerfällt, Kopf und Gefühl unter einen Hut zu bringen. Der Grund ist, wir sind uns unseren meisten Werten, Verhaltensmustern und Entscheidungsmotiven gar nicht so wirklich bewusst. Geschweige denn, dass uns der Sinn oder die Vision unseres Lebens klar ist. Die meisten haben, also das meiste davon haben wir in unserer Kindheit kennengelernt über unsere Eltern, in der Schule uns angeeignet durch Vorbilder und dann unsere ersten Erfahrungen gemacht und diese Muster dann gefestigt. Aus der Biologie heraus ist das ganz wichtig und hilft uns zu leben bzw. zu überleben. Gleichzeitig sind solche Mechanismen und Strukturen, solche starren Mechanismen in der heutigen Zeit aufgrund des schnellen Lebenswandels gar nicht mehr so wichtig und teilweise auch hinderlich, weil wir vielleicht an der einen oder anderen Situation in Kindheitsmustern noch feststecken. So mal an euch in die Runde. Kennt ihr solche Muster von euch oder auch im Umfeld mit Partnern, mit Geschäftspartnern, mit Freunden? Dann könnt ihr gerne auch mal so Handzeichen geben oder einen kurzen Kommentar dazu reinschreiben, wenn ihr möchtet. Ich möchte euch heute mitnehmen. Muss ich gerade mal schauen, ob ich das mit der Technik hinbekomme. Ich hoffe, die Präsentation ist zu sehen, warum wir uns manchmal schwer tun, eben unsere Ziele zu erreichen. So, ich glaube, es ist so ein bisschen zeitverzögert, wenn ihr das seht. Ich habe vorhin schon gesprochen davon, es gibt Ziele und es gibt den Sinn, das Warum, das Lebenswarum oder auch Werte. Werte können wir sehen als Wegweiser, als Pfahl, was uns so ein bisschen die Orientierung gibt, woran wir uns orientieren, bewusst oder unbewusst. Der Sinn gibt so eine ganz klare Grundrichtung aus und Ziele sind teilweise kurzfristige oder langfristige Ziele, die mit einem konkreten Ergebnis verbunden sind.
Wenn uns diese Sachen nicht klar und nicht bewusst sind, kann es passieren, dass die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Wir können dann mit Willenskraft oder mit bewusstem Verhalten, wo es uns manchmal schwerfällt, das immer wieder nachzujustieren, das kennt ihr sicherlich auch aus dem Alltag, das Ganze auf ein gleiches Ziel ausrichten, ideal, und das macht auch so die erfolgreichen Menschen aus, oder dann, wenn wir davon sprechen, etwas ist im Flow, dann sind Ziel, die Werte und der Sinn des Lebens, warum, geht dann alles in eine Richtung. Der berufliche und der private Erfolg basiert sozusagen auf dem Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen. Ihr kennt sicherlich dieses Eisbergmodell, auch in der Kommunikation, bewusst oder unbewusst sind. Davon abhängig ist die Umwelt, in der wir uns befinden, das Verhalten, wie wir uns in verschiedenen Situationen verhalten, die Ressourcen und Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben oder die wir uns noch aneignen wollen, Glaubenssätze, die wir haben, bewusst oder unbewusst, die Werte, nach denen wir zum Beispiel Entscheidungen treffen, die Identität, also womit wir uns identifizieren. Ich fand daher das Beispiel gerade eben sehr spannend, gerade für uns Selbstständige ist gerade am Anfang so die Herausforderung, inwieweit identifizieren wir uns mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die wir selbst haben. Oder ist das losgelöst von unserem eigenen Selbstwert? Und darüber natürlich über allem der Sinn. Jetzt gibt es verschiedene Mechanismen, wie wir uns dessen bewusst werden können und dass wir das auch verändern können. Oft ist es so, wenn es uns nicht klar ist, dass jedes so in eine andere Richtung geht, das große Ziel ist es, erstmal oben wirklich bewusst anzufangen, wie man das auch bei einem geschäftlichen Umfeld, nämlich finde dein Lebenswarum. Also nimm dir ruhig mal am Wochenende, wenn du das noch nicht gemacht hast, Zeit und nimm dir eine gute Musik dazu und mach dir mal darüber Gedanken, was ist das Warum für dich und für dein Leben? Was denkst du auch über dich selbst? Was sind deine Glaubenssätze, womit identifizierst du dich? Was tut dir vielleicht, was fällt dir schwer? An welche Werte orientierst du dich? Welche Glaubenssätze motivieren dich oder auch hindern dich? Also gerade jetzt, wenn es vielleicht darum geht, Neukunden zu akquirieren, gibt es da eine Angst vor Ablehnung oder ich bin nicht gut genug? Welche Fähigkeiten zu Veränderungen hast du schon? Welche Strategien kennst du schon? Welche könntest du dir vielleicht auch neu aneignen? Zum Beispiel über Vorbilder oder in deinem Umfeld oder eben über eine Begleitung, über einen Coach. Und mit welchen Menschen umgibst du dich? Am meisten sind sie Rollenvorbilder, sind es Helfer für dein Leben. Gerade auch dann, wenn wir so eine große Veränderung machen von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, das ist oft so, dass der Freundeskreis oder der Bekanntenkreis, das Netzwerk sich verändert und dass es auch hilfreich ist, wenn wir ein Netzwerk haben, was in der gleichen Struktur ist, wo wir dann sind, beziehungsweise wo wir auch zukünftig sein wollen, sodass wir dort die Rollenvorbilder haben und auch dieses Umfeld, in dem wir wachsen und gedeihen können. Ja, an welchen Werten orientierst du dich jetzt ganz speziell? Es gibt hier zwei Wege, um das relativ einfach herauszufinden. Werde dir deiner Werte bewusst, zum Beispiel über Wertekarten und einen Wertevergleich. Es gibt zum Beispiel im Internet Wertekarten, die man bestellen kann. Ihr könnt aber auch einfach im Internet eine Werteliste downloaden und euch die Werte auf einzelne Karten schreiben. Und dann nehmt ihr einfach jede einzelne Karte. Also ich versuche jetzt gerade mal hier den Laserpointer anzumachen. Ihr nehmt zum Beispiel die erste Karte Selbstwert und habt auf der anderen Seite einen Stapel von allen restlichen Karten. Und dann vergleicht ihr immer diese eine Karte mit der Karte, die oben auf dem Stapel ist, und fragt euch, was ist mir wichtiger? Selbstbewusst, also Selbstwert oder zum Beispiel Neugierde. Und je nachdem, was euch wichtiger ist, da macht ihr dann auf einer Werteliste einfach einen Strich,
Am Ende, wenn ihr alle Werte miteinander verglichen habt, dann habt ihr eine Priorisierung der Werte, welcher Wert euch zum Beispiel am wichtigsten ist. Wichtig ist, Werte, also eine Werteliste, eine Wertehierarchie, die Werte, die uns am wichtigsten sind, ist eigentlich eine Wertemangelliste. Das heißt, diese Werte fehlen uns aktuell in unserem Leben. Und die Frage ist, wo und wie können wir diese Werte befriedigen? Eine andere Möglichkeit ist es auch herauszufinden, wie hast du denn in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen? Das heißt, nehmt euch einmal euer Leben vor, blickt mal zurück in eure Vergangenheit. Welche großen Veränderungen gab es in eurem Leben und wonach habt ihr da eine Entscheidung getroffen? Also in der Schule, welche Schule habt ihr gewählt, welchen Beruf habt ihr gewählt, warum? Wie war das vielleicht auch zu Hause im Elternhaus? Wie war das mit eurer Partnerwahl? Wie war das mit Trennungen, egal ob im privaten oder im joblichen Umfeld, von dem Partner, aber auch im Freundeskreis? Warum sind vielleicht Beziehungen auseinandergegangen? Warum habt ihr euch jetzt in die Selbstständigkeit begeben? Also alles solche große Entscheidungen einfach mal aufschreiben und sich dann fragen, welchen Wert habe ich da zugrunde gelegt? Und da auch ruhig mal ins Gefühl gehen und hineinspüren, war das eher eine Angst, die euch von irgendwas abgebracht hat, oder war es ein Hinzu, was euch motiviert hat und begeistert hat, einen neuen Schritt zu machen? So, jetzt leitet sich daraus die Frage ab, wie komme ich denn jetzt dazu, in Zukunft vielleicht bessere Entscheidungen zu machen? Ihr kennt vielleicht auch Situationen, wo der Bauch eine ganz andere Entscheidung getroffen hat als der Kopf. Manchmal ist es so, dass nach Monaten, Wochen, Jahre dann vielleicht doch auch der Bauch recht behalten hat und man sich dann dieser Entscheidung vielleicht gebeugt hat, damit gehadert hat. Also auch das ist eine spannende Sache, das herauszufinden. Wichtig für euch im Sinne von gute und bessere Entscheidungen zu treffen ist, bewusst zu werden, ihr könnt nicht die beste und die optimalste Entscheidung treffen, sondern damit, das kostet euch am Ende Zeit. Und gerade im beruflichen Umfeld ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen, entscheidungsfreudig zu sein und zu werden. Und eine einfache Methode ist hier eine Anleitung, nämlich das sind drei Fragenkomplexe, die man als Prozess durchläuft. Herr Thomas hat ja vorhin das Thema Prozess angesprochen oder thematisiert und ausgeführt. Und die erste Frage ist, vermeide grundsätzlich Unentschlossenheit und halbherzige Entscheidungen. Also überleg dir so lange, bis du wirklich dir bewusst bist und eine entschlossene Entscheidung treffen kannst. Frag dich Fragen, also ganz praktische Fragen für deinen Kopf. Nämlich, ist es notwendig, diese Entscheidung zu treffen? Werde ich da auch der Notwendigkeit gerecht oder ist es nur ein Wunsch, was ich gerade habe? Dann informiere dich über Alternativen, also bin ich gut informiert über verschiedene Themen dazu, um die Entscheidung treffen zu können? Und habe ich alles gründlich durchdacht, also versetze ich ruhig auch mal in die Zukunft, sodass du einen Rückblick machst gedanklich, wie fühlt sich das für dich an, wenn du diese Entscheidung getroffen hast? So, und wir wissen ja alle, Entscheidungen sind dann gute Entscheidungen, wenn Kopf und Herz konkurrent entscheiden. Deswegen sind persönliche Fragen wichtig. Frag dich, bin ich bei dieser Entscheidung wirklich ehrlich zu mir? Und da spielen auch die Werte wieder eine Rolle. Fühlt es sich für mich richtig an, diese Entscheidung zu treffen? Und wie würde ich mich entscheiden, wenn ich zum Beispiel frei wäre, also wenn ich keine Angst hätte? Und auch hier gilt es, diese Fragen so lange zu durchlaufen, bis ich sie mit Ja beantworten kann, beziehungsweise sich zum Beispiel zu fragen, wo ist vielleicht eine Angst begründet oder was hindert mich daran und wie kann ich die aus dem Weg räumen? Und da komme ich auch wieder zurück oder beziehungsweise denkt an die Pyramide oder an die Kongruenz von dem Lebenswarum, von deinen Zielen und den Weg, also die Werte, die dir da eine Orientierung und eine Leitplanke geben oder auch Menschen, die Vorbilder für dich sind.
Wichtig zu wissen ist es auch, dass die 5 oder 7 Personen, die uns, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, die prägen uns auch im heutigen Alltag. Die sind Rollenvorbilder. Deswegen wähle bedacht dein Umfeld, deinen Freundeskreis und umgib dich mit Menschen, die dir positive Energie geben, die dir Mut zusprechen, die dich auf deinen Weg motivieren und dir dort eine gute Hilfestellung geben. Ja, zusammenfassend möchte ich euch mit auf den Weg geben, nimm dir Zeit und definiere deine Vision und dein Lebenswarum, so wie du das auch für ein Produkt machst. Und überlege dir, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Also gerade wenn es darum geht, Verhaltensweisen, Muster bei dir zu erkennen, wo du sagst, die hindern mich vielleicht oder da komme ich nicht ganz so schnell voran, dann überleg dir kleine Schritte. Finde dort Rituale, zum Beispiel, indem du dir sagst, ich möchte jeden Tag einen Kunden anrufen, da habe ich eine gewisse Scheu vielleicht davor oder die Steuer und die Kommunikation mit dem Finanzamt, das Thema, das schiebe ich immer wieder auf die lange Bank. Dann nimm dir einen Bestandteil, den du nicht so gerne machst, der aber wichtig ist. Also wir sind da bei dem Thema notwendig für dein Business oder für dein Leben, um deine Ziele zu erreichen. Und mach dir dort ein festes Ritual, plan dir eine feste Zeit ein, um dieses Thema täglich zu bearbeiten. Was dir auch helfen kann, ist zum Beispiel eine Morgenmeditation. Es gibt da eine ganz schöne von Joe Dispenza, Morgen- und Abendmeditation. Vielleicht ist das etwas, was dir hilft, neue Rituale, neue Gewohnheiten einzuüben und damit auch Stück für Stück dein Leben besser zu machen, leichter zu machen, glücklicher zu werden und Dinge daran zu verändern. Sei dir bewusst, das, was du wahrnimmst von deiner Umwelt, das, was dir passiert oder was im Leben passiert, das ist eine reine subjektive Wahrnehmung, die abhängt von deinen Sinnesorganen. Jeder Mensch hat eine ganz unterschiedliche Prägung in seiner Kindheit erlebt, vom Elternhaus mitbekommen, Rollenvorbilder und Muster sich eingeprägt, die damals wichtig waren. Die sind aber nur eine Art Filter. Es sind die Sinnesorgane als Filter zu sehen und wir haben auch gelernt, zum Beispiel zu generalisieren, Sachen, Themen zu tilgen, zu löschen, die wir dann gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Und da werde dir bewusst darüber, wo deine Wahrnehmung vielleicht richtig ist oder wo du die Wahrnehmung auch ein bisschen verändern kannst und welchen Einfluss das auf dich und deine Gefühlswelt hat. Der Weg aus der Angst heraus, also dort, wo du Angst spürst, es sei denn, es ist eine begründete Angst im Sinne von einer Gefahr, dass ich von einem Turm fallen kann oder vom Löwen angefressen oder angegriffen werde. Das heißt, alle anderen Ängste, der Weg aus der Angst heraus, die nutze einfach als Wegweiser, denn dort liegt die Lösung. Sieh dir die Angst an und sieh die Angst auch als Wegweiser, in deiner Persönlichkeit zu wachsen. Erreiche deine Ziele, indem du dir eine kleine Herausforderung selbst jedes Mal schaffst und geh diese kleine Herausforderung, also wo du immer ein Stück über deine Komfortzone gehst, mit Freude an. Also mach den Schritt nicht zu groß, sondern geh jedes Mal ein kleines Stückchen weiter. Und so erweiterst du deine eigene Komfortzone und deine Grenze. Nimm deine Lern- und Wachstumsfelder als solche an. Freu dich darauf, empfinde das als etwas Positives und die Macht der Gewohnheit, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, die Macht der Gewohnheit, das ist der härteste Klebstoff, weil der einfach so in unserer Biologie verankert ist, den es überhaupt gibt und den sich bewusst zu machen und zu verändern, ist für alle eine große Herausforderung. Deshalb seid ihr auch sicher, dort wo es bei dir wehtut, tut es anderen auch weh oder hat es anderen weh getan? Also diesen Prozess durchläuft im Prinzip jeder Mensch. So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Überblick über das Thema Werte gegeben. Und ich hatte mir jetzt vorher nochmal notiert, das Beispiel, was vielen in der Selbstständigkeit so wichtig ist, ist die Identifizierung von dem Produkt und der Dienstleistung verbunden mit dem Preis, den wir diesem Produkt geben, mit unserem eigenen Selbstwert.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Produkt losgelöst von uns ist, von unserem Wert, weil diesen Wert, diesen Euro-Wert, den geben wir diesem Produkt. Und das hat nichts mit unserem Wert zu tun. Also egal, ob dieses Produkt, diese Stunde 20 Euro oder 50 Euro oder 100 oder 1.000 oder 120.000 Euro wert ist, sind wir immer noch der gleiche Mensch und haben immer noch den gleichen Selbstwert. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in der Selbstständigkeit immer wieder uns bewusst werden sollte und es uns dann vielleicht auch einfacher fällt, Dinge entsprechend gut zu verkaufen. Sandra, vielen, vielen Dank. So spannend. Und ich finde es so spannend, weil viele haben sich ja schon mal so im Ansatz mit dem Thema Werte beschäftigt, aber dass wir damit so viel machen können, auch im Business-Alltag, fand ich jetzt grandios. Ich danke dir. Sehr gerne. Ich habe noch 3 Quickfire-Fragen auch für dich. Idee kurz und knackig, einfach intuitiv antworten. Frage Nummer 1. Was war die wichtigste Entscheidung, bei denen dir deine Werte geholfen haben? Die wichtigste Entscheidung war damals zu springen, als ich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also ich war lange tatsächlich im Angestelltenverhältnis, auch in verschiedenen Positionen, auch dort in der Geschäftsführung tätig und großen Verantwortungsbereich gehabt und habe mich trotz dessen lange nicht getraut, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann abends mit einer Freundin telefoniert habe und es sich angefühlt hat wie Fallschirmspringen. Auf einer gewissen Art und Weise war ich total nervös, aber ich wusste, ich habe mich irgendwie auch drauf gefreut. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ich habe aber gespürt, es ist jetzt so der richtige Zeitpunkt und den Mut, diesen Schritt auch zu tun und es einfach auszuprobieren. Vielen, vielen Dank. Ich habe in den Kommentaren so oft gelesen, wie toll die Präsentation war und auch die Zeichnung. Deswegen Quickfire Frage Nummer 2. Mit welchem Programm hast du deine Präsentation erstellt? Ich habe die ganz klassisch mit PowerPoint erstellt und ich habe, weil ich gerne auch so ein bisschen interaktiv arbeite, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Tool heißt, Whiteboard von Microsoft erstellt. Also ich habe kein Apple, sondern ich bin in der Microsoft-Welt unterwegs und fand das Tool, um ein bisschen zu zeichnen, ganz schön. Super, also mit Stift oder ganz normal mit Maus? Genau, mit Stift. Also ich habe diesen Pen von Microsoft und passend zu dem Surface mir in meiner Startup-Version geleistet, weil mein alter PC etwas älter war. Und damit bin ich recht zufrieden, weil man da ganz viele Sachen ausprobieren kann und auch ein bisschen so interaktive Sachen machen kann und doch sehr viel auch irgendwie nicht in der Apple-Welt unterwegs ist. Gerade wenn es in der Beratung ist, ist schon sehr Microsoft-lastig. Ja, und auch schön zu sehen, was das ausmacht, wenn wir so verschiedene Tools einfach auch kombinieren, dass es nicht nur ein Tool sein muss. Vielen Dank. Genau, gerne. Und die letzte Quickfire-Frage auch an dich. Was sind die 3 Apps, mit denen du oder die du nicht leben kannst, wenn du wirklich nur 3 Apps auf deinem Handy haben könntest? Welche wären das? Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, auch mal kurz nachschauen. Ist das vielleicht auch WhatsApp? WhatsApp? Auch im Business-Bereich. Okay. Dann ist es inzwischen Zoom oder Microsoft Teams. Mhm. Was ich ganz toll finde, weil wir dadurch sehr viel Zeit sparen können, gerade auch im Erstkontakt, finde ich, um eine große Menge an Kunden oder Interessenten zu erreichen, um kleine Schulungen zu machen und Reisekosten zu reduzieren und da ein bisschen kostenorientiert zu arbeiten. Super. Sandra, vielen, vielen Dank. Ich gucke gerade in die Kommentare und sehe ganz viele tolle Vortrag. Vielen, vielen Dank. Jemand schreibt, finde die Anregung mit den eigenen Persönlichkeitsmustern, sich zu beschäftigen, wertvoll und dann auch mal zu schauen, wie die vergangenen Entscheidungen an den Werten und etc. und an den Motivationen, wie die zusammenhängen. Also vielen, vielen Dank an der Stelle an dich für deinen tollen Vortrag. Sehr gerne. Und noch einen kleinen Schlusssatz. Es ist, wenn wir erkannt haben und bewusst wurde, wie das tatsächlich in der Vergangenheit war, wir können unsere Zukunft selbst kreieren. Also wir können wirklich sagen, zukünftig möchte ich
den Glaubenssatz haben, ich bin hier, ich bin gut genug, so wie ich bin, und schreibt euch den ruhig an den Spiegel und liest in den täglich öfters durch. Also da geht es eigentlich wirklich um die Wiederholung. Und so verändern wir uns und haben einen ganz anderen Blick auf unser Umfeld. Klar. Viel Spaß dabei. Dankeschön. So, als nächstes kommen wir zu unserem letzten Element. Und zwar hatten wir heute einen sehr bewegten Tag. Wir waren schon den ganzen Tag hier im Studio in der Nähe von Frankfurt und arbeiten gerade ganz fleißig am Soforthelfer-Trailer, den wir bald mit euch teilen können. Und deswegen habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den ich jetzt gerade neben mich hole. Und zwar ist Lina auch hier mit uns im Studio, zusammen mit ihrem Partner auch, der uns gefilmt hat, und natürlich unser Technikteam. Also es ist gerade sehr, sehr schön hier mit allen zusammen. Lina, ja, schön, dich mal hier zu haben. Dankeschön, ich freue mich auch hier live im Studio mit dabei zu sein. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als zu Hause vor seinem PC zu sitzen, schön im Homeoffice und ja, gemütlich hinter seinem Schreibtisch. Und jetzt hier überall sind Lichter. Also wenn ihr sehen könntet, wie es hier hinten aussieht, schon Fernseh-Feeling, muss ich sagen. Heute ging es ja ums Thema Workflow und auch Selbstkenntnis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal kann Social Media echt anstrengend sein. Und es kann sich anfühlen wie so ein zäher Prozess, der irgendwie jede Woche auf einen wartet, wenn man Social Media regelmäßig macht. Und das wollen wir verändern und deswegen ist Lina da. Ja, und da wäre ja direkt die Frage, was glaubst du, warum es für dich manchmal so schwierig ist oder sich so schwer anfühlt, so später zu betreiben? Weil du betreibst ja auch Instagram, ja. Du hast einen Podcast, du hast eine Website, das gehört ja auch alles irgendwie zum Marketing. Vielleicht hast du ja noch weitere Social-Media-Kanäle, die du pflegen möchtest oder wollen würdest, aber dir graut es ja auch manchmal davor. Warum? Ja, ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du das auch kennst, so dieses, oh, ich muss mal wieder Social-Media machen. Ich glaube, es ist die Kombination aus, es sind so viele Arbeitsschritte, weil man will ja, wenn man einen Post macht, der soll dann auch gut sein. Dann schreibst du ihn vielleicht vor, dann meinst du, müsstest du noch ein paar Hashtags einfügen, dann müsste man ihn nochmal Korrektur lesen, dann braucht man ja noch ein Bild. Dann möchte man vielleicht auch ein Bild haben mit ein bisschen Text, weil man hat vielleicht gelesen, dass es auch ganz sinnvoll ist, wenn da auch ein bisschen Text oder Grafiken mit auf dem Bild sind. Und auf einmal wird der Prozess gefühlt recht komplex und anstrengend, um einfach einen Post zu schreiben. Mhm. Also das erkenne ich bei vielen meiner Kunden auch, dass sie einfach nur überfordert sind mit dem Thema, wie strukturiere ich mich? Weil wenn sie erstmal so einen roten Leitfaden haben, wissen, dass es Schritt 1, den ich machen muss, dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3 und das ist genau mein Schritt, nicht der Schritt von jemand anderen, weil ich habe ja ein anderes Business als der Gegenüber. Dann auf einmal sind sie entspannter, weil sie wissen, wenn ich mich morgen an meinen PC setze, ich habe 2 Stunden Zeit, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und ich habe mir gedacht, damit ihr das auch für euch mit nach Hause nehmen könnt, dann ist es vielleicht das Beste, wenn ich euch hier gleich ein schönes Praxisbeispiel mitbringe. Und da habe ich mir überlegt, das beste Beispiel wäre doch, wenn ich mit euch teile, wie wir bei Soforthelfer das Social Media machen. Sehr gerne. Und dazu habe ich eine kleine Präsentation gemacht. Okay. Dann werden wir die gleich. Wir die genau. Mal. Und dort habe ich zusammengefasst, welche Schritte wir bei Soforthelfer machen. Und zwar. Tada. Ich hoffe, ihr seht das. Ich glaube schon. Yes. wir fangen an, erstmal so grundlegend das Thema arbeitet smart, nicht hart. Manche überladen sich komplett, indem sie sagen, ich brauche alle 15.000 Social-Media-Kanäle, damit ich so viel Sichtbarkeit wie möglich bekomme, haben dann 15 verschiedene Dokumente, wo sie Content speichern, sagen, mein Ziel ist mehr Reichweite. So, aber was ist mehr Reichweite? Und was machst du mit der Reichweite? Das ist ja auch noch das zweite Ziel. Ich möchte 10.000 Follower, die Frage ist, wofür? Deswegen ist smart, das, was ihr da jetzt seht in der Folie, ist spezifisch, also ganz konkret zu sagen, ich möchte Reichweite XY haben, also was für eine Reichweite bräuchtest du denn, um zufrieden zu sein? Ja? Oder was willst du mit dieser Reichweite machen? Möchtest du 5 Kunden haben beispielsweise? Ja? Dann auch das Thema messbar, was wir bei smart auch haben. Ja? Du musst ja auch erkennen können, ja, oder du musst ja auch wissen, woran erkenne ich denn, dass ich erfolgreich war? Anhand der Likes oder anhand der neuen Follower und so weiter. Dann haben wir auch Attraktivität. Ja? Es muss ja für dich auch so attraktiv genug sein, dass du da dran bleibst.
dann auch realistisch, nicht sagen, ich möchte von 0 auf 100 starten, von 200 Follower auf direkt 100.000, das ist einfach nicht realistisch, da muss man schon ein bisschen auf dem Boden bleiben und terminiert. Gib dir selber ein Datum, wann du sagst, okay, ich möchte jetzt beispielsweise bis Weihnachten, ich setze mich dran und werde jeden zweiten Tag auf Instagram posten und gebe einfach Gas. Ja. Dass man sich darüber erstmal im Klaren wird, was möchte ich denn überhaupt und was bin ich bereit dafür zu tun? So, und dann habe ich noch eine Folie erstellt, in der wir sehen zum Thema Content Management. So, das ist das Erste, woran wir gehen sollten. Ich habe jetzt Trello für Soforthelfer ausgewählt, aus dem einfachen Grund, weil wir mehrere im Team sind. Ich liebe Trello. Ja, ich liebe es auch. Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, Trello ist eine App, die ihr euch aufs Handy runterladen könnt. Ihr könnt es auch auf dem Desktop im Browser verwenden. Und wir nutzen das im Team ganz gerne, vor allem jetzt hier für Social Media, um Karten, sogenannte Karten und Listen zu erstellen, auf welchem Kanal, mit welcher Beitrag, wann gepostet. Man sieht da zwei Bilder, einmal links den Kalender, dass wir dann auch genau wissen, okay, an welchem Datum wird welche Karte rausgegeben. Und auf dem rechten Bild sehen wir die Übersicht mit den Listen. Für welchen Kanal möchte ich denn was posten? Und das kann ich dann auch verschiedenen Leuten zuordnen. Das ist ganz praktisch, wenn ihr schon eine etwas größere Organisation, größeres Business habt mit mehreren Leuten. Ja, wenn ihr jetzt das alles alleine macht, dann reicht im Grunde genommen auch eine Excel-Tabelle einfach für euch als Übersicht, dass ihr dann nur euren Instagram oder nur euren Facebook-Kanal mit Content füllen könnt. Ihr könnt es auch super individuell erweitern mit Podcasts und Pinterest und alles Mögliche. Das ist ganz easy. Oder manche nutzen auch den Google-Kalender, weil sie sagen, okay, ich möchte einfach wirklich immer in den Kalender eintragen, wann ich was rausgebe. Das ist jetzt so zum Thema Management. Da müsst ihr anfangen, da sammelt ihr eure ganzen Ideen und könnt sie dann schon mal zeitlich terminieren, ja, oder auch in der Priorität schon mal zuordnen. Das ist so das Erste. Was würdest du sagen? Ich habe auch schon mal gehört von Leuten, die sagen, okay, ich finde Trello super, um einfach eine Übersicht zu gewinnen. Aber dann der Prozessschritt von, ich schreibe das in Trello und dann packe ich es nochmal in irgendeine andere App, die das dann postet, ist mir zu viel. Ich mache das gleich in Planoly oder etc. Würdest du das empfehlen, wenn ich jetzt nur alleine bin, keine VA habe und einfach für mich Social Media mache? Klar, das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist gar kein Problem, wenn du dich damit wohlfühlst und alleine das machst. Das habe ich am Anfang auch so gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Hootsuite genutzt, aber ich gehe da auch gleich noch drauf ein, welche andere Möglichkeiten es gibt. Genau, aber wenn du dann anfängst, mit zwei, drei Leuten zu arbeiten, dann ist es besser, wenn man einen Kanal hat, sag ich mal, oder eine App, wo du das alles zusammen sammeln kannst, für mehrere Kanäle vor allem. Ja, spannend, weil ich hatte den Prozess Trello und dann Planoly und dann auf Instagram und Co. Und ich habe jetzt sozusagen einen Rückschritt gemacht und gesagt, ich glaube, ich mache nicht mehr Trello, weil ich finde Trello super, ich nutze es für alles andere, weil es ja nochmal ein extra Prozessschritt ist, um es dann auch einfach zu tun. Also auch spannend mal zu gucken, will ich jetzt mehr machen oder will ich vielleicht irgendwas auch eliminieren? Aber hast du noch mehr für uns mitgebracht? Ja, wenn wir auf die nächste Folie gehen. Yes. So, da haben wir das Thema Grafiken. Ja? Grafiken und Videos. Wie du es gesagt hast, also manchmal ist es ja schon sinnvoll, vor allem für Instagram, wenn man Bilder hat. Manchmal möchte man auch Videos posten oder man möchte Bilder mit Text drauf haben. Dann kann man Canva kostenfrei nutzen. Also ich habe hier jetzt auch alle Tools vorgestellt oder zusammengesammelt, die ihr kostenfrei nutzen könnt, weil man muss sich ja auch erstmal an ein Tool gewöhnen. Oder erstmal testen, ist das Tool auch cool für mich oder möchte ich da mehr haben, je nachdem, was für ein Business ihr habt. Ich habe da jetzt auch geschrieben, oder Photoshop oder Lightroom, das sind alles Teile oder alles Möglichkeiten, die wir auch ausprobiert haben in verschiedenen Businessbereichen und haben entschieden, okay, Canva ist einfach das, was am besten geeignet ist für auch für ein Team, ja, dass du dann auch weißt, wer ist jetzt gerade für was zuständig. Man kann ja auch Canva Pro nehmen, dann ist es noch ein bisschen einfacher, kannst du noch viel mehr machen. Aber das ist so in meinen Augen jetzt das Praktischste. Ja, und Canva kennst du ja auch. Ja, Canva finde ich auch ein ganz, ganz tolles Tool. Kam gerade das Kommentar von wegen Datensicherheit und Co. Also Canva, klar, ist ein amerikanisches Unternehmen, aber sowas wie Google-Kalender ist ja nur eine Möglichkeit, vielleicht nutzt du Outlook-Kalender oder einen anderen Kalender. Also musst du dich jetzt gar nicht an dem Tool aufhängen, wenn der Google-Kalender nicht sein soll, weil Google halt Amerika und Co. hat, dann nutzt du es gerne anders. Du kannst den Prozess trotzdem für dich gehen. Was würdest du dazu sagen?
Ja, also ich habe bis jetzt noch keine kritischen Nachrichten jetzt bezüglich der Apps mitbekommen. Klar, dass da jetzt gewisse Grauzonen vorhanden sind und sowas. Ich habe auch eine Anwältin, eine Rechtsanwältin, die jetzt speziell auf Datensicherung sich spezialisiert hat, mit der bin ich im Austausch. Die hat gemeint, ja, es ist gerade im Moment alles im Umbruch. Man wird sich demnächst auch wieder was anderes überlegen dürfen, aber jetzt gerade im Moment auch gerade so zum Thema, sich in ein Tool erstmal reinzuarbeiten, ist es ganz praktisch. Es gibt auch ganz viele, oder was heißt viele, es gibt auch einige Tools, die sind aus Deutschland, die sind in Deutschland entwickelt worden. Die sind dann nicht mehr kostenfrei, die sind dann auch super für im Team zu bearbeiten. Da ist auch super viel mit dabei. Das Ding ist halt einfach immer, du bezahlst vorab, also vorab. Es sind sehr wenige kostenfreie Tools mit dabei, die du dann einfach so wie Canva oder Trello nutzen kannst, um erstmal ein Gefühl dazu zu bekommen, ist das System überhaupt richtig für mich oder brauche ich jetzt doch irgendwie was anderes? Ja? Zum Beispiel, es gibt eine Firma, beziehungsweise es gibt ein Tool, ich meine, die heißen Awork oder Awork, Awork, irgendwie so war das. Ich meine, die sind auch aus Deutschland und die haben alles kompatibel in sich drin sozusagen. Also du kannst sowohl die Texte dort speichern, auch die Grafiken und überhaupt ein Projektmanagement machen. Genau, das ist natürlich etwas, was man auch gerne mal ausprobieren könnte. Wenn du jetzt noch eine Folie weitermachst, das ist dann auch die letzte Folie zum Thema Social Media Management, die Content-Planung, was du vorhin gesagt hast. Ich habe eine sehr lange Zeit lang Hootsuite genutzt. Das ist eine Plattform, über die du auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Pinterest posten kannst. Allerdings gab es dann immer wieder Probleme, es gab Bugs, irgendwas ist nicht rausgegangen, da musste ich manuell nochmal rein. Dasselbe Problem hatte ich auch bei Later und Planoly. Das war vom Update her immer so ein bisschen schwierig und ärgerlich, wenn dann irgendwas nicht bei Zeiten rausgegangen ist. Seit einer gewissen Zeit nutze ich das Creator Studio von Facebook. Ja, auch da ist das Thema Datenschutz natürlich auch spannend, jetzt auch wegen Fanpages, ob man das überhaupt nutzen darf als Business. Ist ja jetzt alles mal dahingestellt, aber grundsätzlich, wer das erstmal für sich mal probieren möchte, das kann ja auch privat erstmal probiert werden mit dem Posten auf Instagram, mit dem automatischen Posten auf Instagram. Darum geht es mir immer, um eben die Arbeit zu erleichtern, nicht immer mitdenken zu müssen, ich muss heute noch was rausschicken oder sowas. Das hatte ich bei Granoli oft. Creator Studio von Facebook ist kostenfrei. Darüber kann man auf Facebook und Instagram posten. Man kann dort Accounts verlinken, Hashtags einfügen. Man kann dort sogar IGTV-Videos hochladen. Das ist bei mir auch immer ein Problem gewesen, weil ich das immer vom Handy aus machen musste. Und das nutzen wir im Moment für Soforthelfer. Und das funktioniert wirklich richtig gut, weil das sehr, sehr viel Zeit spart. Und da kann man auch die Kollegen oder die Mitarbeiter oder Praktikanten als Admin hinzufügen bei Facebook auf seiner Fanpage und die sind automatisch mit drin in diesem System, wo man eben auch gemeinsam die Beiträge erstellen kann. Sehr cool, ja. Und Creator Studio ist ja prima für Instagram und Facebook, weil es von Facebook ist, aber sowas wie Hootsuite kannst du natürlich auch mit Xing verbinden. Mit LinkedIn weiß ich es gar nicht. Mit Hootsuite konntest du auch mit LinkedIn verbinden. Das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Ich weiß nicht, was die für ein Update gemacht haben, weil Xing ist ja nicht aus Amerika, deswegen. Und tut es jetzt schon. Ah, okay. Deswegen weiß ich nicht, ob die das jetzt auch schon miteinander verbunden haben. Ja. Ich glaube, es ist immer so die Schwierigkeit, so ein Tool zu finden, was dann auch alles kann, weil, wie gesagt, Xing Deutsch, LinkedIn Englisch etc. Ja, Korrekt. das zu Das finden. ist tatsächlich schwierig. Also ich muss grundsätzlich sagen, dass wenn man mehr als zwei Social Media Accounts hat, macht es Sinn, sich eine VA zu holen beispielsweise. Sich jemanden dazu zu holen, sei es ein Praktikant, sei es ein Vollzeitmitarbeiter, der sich um das Marketing kümmert, weil der Aufwand, der dann kommt ab dem zweiten Kanal, der ist enorm, weil du ja auch das Community Management dort betreiben musst. Du kannst auch nicht dauerhaft immer dieselben Beiträge auf allen Kanälen posten. Es muss sich immer so ein bisschen was ändern. Du hast ja auch eine andere Zielgruppe auf Facebook als auf Instagram beispielsweise. Und du musst auf LinkedIn oft auch manuell noch posten oder auf Xing. Und das alles alleine zu schaffen, das wird irgendwann schon kritisch. Ne? Weil viele stellen sich Social Media Management ein bisschen wie ein Hobby vor, aber es ist tatsächlich ein Teilzeitjob.
Ja, und ich glaube, das ist für mich auch so ein Schmerzpunkt gewesen, dass ich immer das Gefühl habe, naja, Social Media sollte schnell gehen. Es sollte schnell gehen und sollte dann riesen Reichweite kreieren. Und dann hatte ich immer das Gefühl, wenn ich dann mal 1-2 Stunden dran gesessen habe, dass es zu viel Zeit war. Und das hat mich total frustriert. Und deswegen finde ich es gut, dass du sagst, es ist einfach, um es gut zu machen, ist es einfach viel Aufwand. Aber der lohnt sich, wenn du die Leute erreichst, die du auf den Plattformen erreichen möchtest. Ja, absolut. Diese Kundenbindung, die du dann über Social Media haben kannst, die ist unbezahlbar. Gerade heute, wenn du dann dich sowieso nicht so viel auf Netzwerken treffen kannst oder dich ständig mit anderen Leuten zum Kaffee trinken, das kostet dich ja auch furchtbar viel Zeit. Ne? Das kannst du dann ganz toll über Social Media machen. Super. Hier kommt noch eine spannende Frage rein. Kann jemand anderes meine Inhalte schreiben? Was würdest du dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich muss man dann schauen, dass die Person dann auch deinen Stil mit übernehmen kann, so wie die Gülden das jetzt auch so gesagt hatte. Aber grundsätzlich auf jeden Fall, klar. Ja. Ich hatte mal einen Coach, mit dem ich gearbeitet habe und sie war blind. Und dann hat sie einfach als Sprachnachricht Beiträge sozusagen vorformuliert. Und ihre Assistentin hat die sozusagen dann wirklich final aufgeschrieben, fertig gemacht und gepostet. Und es ist natürlich viel leichter, wenn du 5, 6 Key-Punkte runtersprechen kannst und eine VA macht es fertig. Das sind immer noch deine Gedanken, deine Worte sozusagen, aber du musst nicht die ganze Arbeit machen. Genau, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich in dem Trello für mein Business, für mein Social Media schon für die entsprechenden Tage, weil ich ja weiß, was möchte ich genau wann haben, weil ich kümmere mich ja um die Strategie, das ist ja das, was ich gerne mache. Ich packe da schon so meine Ideen, wie du es gesagt hast, mit Stichworten oder ich packe Links rein, die ich gerne verarbeiten möchte oder wo spannende Inhalte mit drin sind. Und meine VA, die verarbeitet das dann zu gescheiten Texten, macht die Hashtags rein, bereitet das grafisch alles vor und bringt das dann raus in die Welt. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der dann sagt, okay, ich habe jetzt ich habe das passende Produkt, ich stehe jetzt gerade stabil, ich möchte jetzt raus in die Sichtbarkeit gehen und dann auch wirklich an meinem Social Media arbeiten und möchte mich auf 2 bis 3 Kanälen zeigen, die auch relevant für mein Business und für mich sind, die zu mir passen. Und dann würde ich mir Hilfe dazu holen, sonst wird es schnell etwas knapp mit der Zeit. Doch, ist einfach so. Ja, ja, das ist so zum Thema Workflow und Social Media. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch über Instagram, über Facebook, auch Supporthelfer jederzeit anschreiben. Ihr könnt auch sehr gerne euch bei uns melden über Instagram, wenn ihr sagt, hey, checkt mal bitte unsere Instagram-Seite oder meine Facebook-Seite oder sowas, da kann ich gerne ein Auge drüber werfen und gebe da sehr gerne Feedback. Ina, vielen, vielen Dank. Wir haben ja auch noch Neuigkeiten, weil es geht ja schon nächste Woche mit dir weiter. Falls ihr das nicht wisst oder nicht mitbekommen habt, wir haben ja ein neues Format gelauncht, Lunch and Learn. Ich habe vorhin schon drüber gesprochen und Lina hostet dieses Format. Und da haben wir nächste Woche Donnerstag um 12.30 Uhr eine spannende Session. Worum geht's? Es geht um Business Know-how mit unserem wundervollen Head Coach Jochen Kloß. Und ich empfehle jedem einfach mal dabei zu sein. Es gibt einen Deep Dive, das heißt, Jochen wird zwischen 40 und 50 Minuten über das Thema Business Know-how sprechen. Ihr könnt euch da ganz gemütlich mit eurem Lunch im Homeoffice oder auf der Arbeit dahinsetzen, das schön genießen. Wir werden das natürlich auch wieder aufzeichnen. Ihr könnt es dann nachträglich dann nochmal anschauen auf YouTube, aber dann direkt dort live auch eure Fragen stellen können. Naja, ich empfehle es ja jedem, sich am Donnerstag die Zeit dafür zu nehmen. Super. Heute war ja auch ganz, ganz spannend, weil da ging es um das Thema Pricing. Es wird bald auf YouTube erscheinen. Also wenn ihr da auch noch nicht vorbeigeschaut habt, guckt gerne mal auf YouTube. Lina hat da ganz, ganz viele unserer vorherigen Sessions auch schon aufbereitet und online gestellt. Könnt ihr euch gerne angucken. Wo findet man uns auf YouTube? Soforthelfer-Community. Und dann müssten wir direkt aufploppen. Dann direkt auf Abonnieren klicken, weil dann kriegt ihr auch instant eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Super, das klingt toll. Und natürlich geht auch die Show weiter, und zwar übernächste Woche. Wir sind ja weiterhin im 2-wöchigen Rhythmus. Und zwar haben wir ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, und zwar Personal Branding. Wir haben eine Autorin eingeladen, die gerade ein neues Buch zum Thema Digital Personal Branding mit dem Springer Verlag herausgegeben hat. Wir haben auch unter anderem den Marketingchef von Hays dabei, der auch uns von so einer anderen Perspektive zum Thema Personal Branding uns einiges erzählen wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich euch sehr empfehlen.
Genau, mit den Worten, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Kommentare, für dein Mitmachen. Auch wenn du es im Nachgang schaust, freuen wir uns über Kommentare und natürlich ein Like. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Macht's gut. Bis dann. Schönen Abend.